Timo Tschetschen, der Aufwärtstrend beim FC Homburg geht stets weiter. 4 Siege in den letzten 5 Spielen. Jetzt geht es zum Saarland-Pokal. Wie sind da die Möglichkeiten für den FC Homburg? Ist natürlich klarer Favorit beim Saarland-Ligisten. Ein bisschen mehr Kopfsache das Ganze, oder? Ja, ich denke, wir sind der klare Favorit. Wir sollten das Spiel so angehen wie gegen Hertha Wiesbach. Ich denke, da haben wir von der ersten Minute an das Spiel klar beherrscht und dominiert. Und das sollte auch jetzt unser Ziel sein. Und dann werden wir in die nächste Runde kommen, ganz sicher ins Finale, dann gegen Schaul, Elversberg oder Dieflin, mal schauen. Wen hättest du lieber? Mir ist das ganz egal. Ich denke mal, Elversberg wird sich da durchsetzen. Ich denke mal, wenn es normal läuft und wir an unsere Leistung anknüpfen, spielen wir gegen Elversberg im Finale. Warst du schon mal in einem Pokalfinale? Ja, letztes Jahr mit Chemnitzer FC haben wir im Sachsen-Pokalfinale gegen FSV Zwickau haben wir gewonnen, ja. Und somit sind wir auch im DFB-Pokal eingezogen. Gegen wen habt ihr da gespielt? DFB-Pokal, erste Runde gegen Borussia Dortmund. Leider 2-0 verloren, aber ja. War natürlich ein großes Erlebnis, gegen den Erstligisten Spitzenmannschaft zu spielen. Ja, natürlich waren super Erlebnisse. Hat riesig Spaß gemacht. Ich durfte zwar nicht mitspielen, war auf der Bank, aber war trotzdem ein super Erlebnis für uns und wir konnten dadurch viel lernen. Und natürlich jetzt die Daumen drücken, dass Homburg nicht nur das Pokal-Halbfinale übersteht, sondern auch das Endspiel, um vielleicht das Ganze noch einmal zu erleben gegen einen Erstligisten hier im Waldstadion. Ja, natürlich. Das muss und sollte das Ziel sein, den Pokal zu gewinnen. Wir sind jetzt im Halbfinale und wollen den Pokal gewinnen und dann nächstes Jahr im DFB-Pokal mitspielen, ist ja ganz klar. Jens Kiefer, nach dem stetigen Aufwärtstrend in der Regionalliga mit 4 Siegen, aus den letzten 5 Regionalliga-Partien geht es jetzt am Mittwoch im Saarland-Pokal darum, zum 3. Mal das Endspiel zu erreichen. Wie sind die Möglichkeiten, beziehungsweise wie sieht es dann auch personell aus? Personell ist es unverändert zum Samstag. Außer Thierry, der in der Liga gesperrt war, kommt wieder zurück. Ansonsten Marco Geiser muss man immer noch abwarten. Werden wir bis Mittwoch entscheiden müssen, ist jetzt noch nicht absehbar. Ansonsten unverändert. Was ist genau mit Marco Geiser? Ja, er hat eine OP gehabt an der Hand, wo der Finger ausgekugelt war, war ein bisschen kompliziert gewesen, hat einen riesen Schnitt da drin und jetzt muss man halt abwarten wegen der Wunde und vor allen Dingen auch gucken, er bekommt eine Schiene, ob das Ganze passt jetzt und dementsprechend muss man es einfach abwarten, ist jetzt wirklich keine Prognose abzugeben. Also die Schiene ist noch nicht da oder wie sieht es denn da aus? Doch, die ist da, aber das muss man jetzt die 2 Trainingseinheiten heute und morgen sehen, ob das machbar ist zum Spiel. Also er testet heute und morgen? Ja, er wird testen. Was zum Gegner, der kann ja nur gewinnen auf seinem Kunstrasen. Ja gut, es ist ein Saarlandligist, man kennt ja auch ein paar Spieler von denen, das ist ja kein Thema, man weiß ja, wer da spielt. Es sind für die Saarlandliga eine gute Mannschaft. Wie immer, Underdog hat nichts zu verlieren in so einem Spiel, werden Vollgas geben gegen uns, werden vielleicht darauf hoffen, dass wir nicht gerade so einen guten Tag haben, aber ich hoffe, dass wir einen guten Tag haben, so wie in der letzten Runde und dass wir das Spiel frühzeitig entscheiden. Wir wollen mit Sicherheit dort Vollgas geben oder werden Vollgas geben und es zählt für uns nur das Endspiel. Das bedeutet auch, dass man mit der bestmöglichen Aufstellung antritt? Wir werden so spielen, wie wir denken, dass wir am ehesten gewinnen. Gibt es neue Spieler, die im Vergleich zum Samstag nicht gespielt haben, Jan Eichmann und so weiter, dass die wieder dazukommen oder ist das noch offen? Es kann auch schon sein, dass es Veränderungen gibt, aber das werde ich jetzt 2 Tage vorm Spiel noch nicht sagen. Wir werden, wie gesagt, wir werden schauen, was gibt der Kader her, was passt am Mittwoch am besten zum Spiel. Wir werden gucken, dass wir eine Mannschaft auf dem Feld haben, die nach vorne spielen kann, die Druck ausüben kann. Wir müssen im 16er besetzt sein, ganz wichtig, und dementsprechend werden wir halt auch aufstellen. Patrick Schmidt wurde angesprochen in der letzten Pressekonferenz nach dem 1-0 gegen Pirmasens, ob er vielleicht von Anfang an schon spielen kann und dann später rausgeht, weil die Kondition ja noch nicht für 90 Minuten reicht. Wie sieht es denn damit aus? Ist eine Option. Ob sie am Mittwoch greift, weiß ich noch nicht. Es kann auch sein, dass er noch auf der Bank ist. Das muss man wirklich abwarten. Das muss man sehen. Alles